Das Rollstuhlfahren an sich muss sehr, sehr lange geübt werden. Also muss ich damit richtig befassen und lange im Rollstuhl sitzen und merken, was sind das für Probleme, die man da hat, in welche Situation kommt man. Also was für mich zum Beispiel ganz wichtig war, ich habe diesen Rollstuhl irgendwie 2, 3 Monate vor Drehbeginn gehabt und bin immer erstmal nur zu Hause gefahren und so und hatte aber echt auch Angst und dann so habe ich so Transfers geübt, ja, wie setzt man sich um, so von dem Rollstuhl ins Bett, Rollstuhl auf Toilette und solche Sachen. Aber der eigentlich schwere Schritt ist eigentlich damit rauszufahren, tatsächlich. Und dann bin ich tatsächlich einen Tag durch Berlin und habe alles ausprobiert. Also bin Bus gefahren, Tram gefahren, S-Bahn gefahren, habe alles, weiß, wie das ist, als Rollstuhlfahrer irgendwie an der Bushaltestelle zu stehen und tatsächlich zu winken und zu sagen, man will mit. Und dann muss der Busfahrer erstmal raus und die Rampe rausmachen und fragt dich, wo du raus willst. Dann hat er es aber schon wieder vergessen und dann musst du durch den ganzen Bus rufen und sagen, ich möchte bitte aussteigen und so. S-Bahn zum Beispiel, also ich meine, alles, was über so einer Stufe ist, ist wirklich schwierig für Rollstuhlfahrer. Und dann merkst du dann erstmal, wie ja, barriereunfrei das dann doch ist.